Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und da du auf das Video geklickt hast, gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass du im Bereich erneuerbaren Energien spannende Projekte am Umsetzen bist. Also entweder im Bereich Windenergie, Photovoltaik, Biogas, Power to X oder im Bereich E-Mobilität, also in irgendeiner Form spannende Projekte hast eben und bei dir es gerade um das Thema Netzeinspeisung, Netzanschluss geht. Im heutigen Video möchte ich nochmal wieder auf einen Kommentar eingehen. Da geht es nämlich um eine Frage von einem Zuschauer und da möchte ich ganz gerne mal drauf eingehen. Es könnte sein, dass sich die Frage vielleicht auch einige stellen und wenn man ja nicht in der Elektrotechnik drin ist, dann ist es dann auch oftmals schwierig zu unterscheiden, was ist AC-Strom, also Wechselstrom, was ist DC-Strom, also Gleichstrom. Und gerade im Batteriebereich und Photovoltaik, wobei auch im Windenergiebereich, habe ich immer gewisse Komponenten im Einsatz, die dann gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Und dass man so ein bisschen die Hintergründe versteht, möchte ich gerne gleich mal in der Präsentation mit drauf eingehen. Ich denke, es wird ein relativ kurzes Video, weil die Fragen sind relativ schnell erklärt. Die Frage ist nämlich von Tomislav, glaube ich, eben eine Frage zum Trafo, ob der Trafo eine saubere Sinuswelle ins Netz einspeist. Das ist die Frage nachher, wer speist wirklich eine Sinuswelle ein? Das zeige ich aber gleich eben in der Grafik. Und auf welcher Leistungsebene wird eingespeist? Welche Leistungsebene? Da gehe ich auch gleich nochmal in der Präsentation drauf ein. Rücke ich hier einmal etwas rüber und dann starten wir mal direkt in die Präsentation. Schauen wir gleich nochmal auf die Frage. Also speist der Trafo eine Sinuswelle ein? Ne? Also wenn ich jetzt, ich zeichne einfach mal auf. So, wir haben einen Trafo. An dem Trafo haben wir eine Niederspannungsverteilung. Beziehungsweise an der Unterspannung eine Verteilung. Und an der Verteilung hängt von mir aus erstmal der Wechselrichter. Und daran hängt, am Wechselrichter hängt dann hängen die Solarmodule. Kann aber auch genauso gut sein, dass ich eben eine Windmühle habe. Dann ist es im Prinzip das Gleiche. Oder das, ja, ich habe hier eben einen Wechselrichter und ich habe hier meinen Generator und ja, angetrieben dann eben durch die Windturbine, wenn du so möchtest. Ne? Also jetzt nur symbolisch dargestellt, dass man die Unterschiede erkennt. So, die Solarmodule selber, die machen DC-Spannung, also Gleichspannung. Gleichspannung. Dann der Wechselrichter an sich, der macht eine Sinuswelle, der macht daraus Wechselspannung also 50 Hertz. Und bei uns in Deutschland meistens irgendwie 230 Volt bzw. 400 Volt. Kommt dann immer so ein bisschen drauf an, auf die Größe der Anlage. Was habe ich für einen Wechselrichter? Es sind Dreiphasen-Einphasenwechselrichter. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und der Wechselrichter, der macht eben dann aufgrund der Leistungselektronik, die dort mit verbaut ist, macht er dann eben entsprechende Sinuswelle mit 50 Hertz. Der Trafo hier oben, der transformiert, deswegen auch Transformator, der transformiert mir dann die Spannung von 400 Volt auf. Von mir aus 10 kV, also 10.000 Volt, 20.000 Volt, also 20 kV oder 30 kV. Genau, kV ist Kilovolt. Kilovolt, das bedeutet einfach nur, umgerechnet wären das dann eben 10.000 Volt. Das heißt, der Transformator macht keine Sinuswelle, sondern also er wirkt in gewisser Weise dämpfend, das heißt, gewisse Oberwellen, die entstehen bei der Modulation im Wechselrichter, die werden gedämpft und werden nicht ans Netz weitergegeben. Beziehungsweise die Wechselrichter haben auch schon einen gewissen Filter, um dann einfach gewisse Oberwellen rauszufiltern. Da gibt es eine Norm, die besagt dann, wie viele Oberwellen, also wie hoch der hochfrequente Anteil sein darf. Genau, und wie viel eben nicht. Ähnlich wie beim Kfz, beim Auto, da gibt es eine Abgasnorm, wie viel Gramm CO2, Stickoxide und etc. dann eben ausgestoßen werden dürfen. Und daran müssen sich die Fahrzeughersteller halten. Und so ähnlich ist es eben mit den Oberwellen auch. Durch die hochfrequente Schaltung, die stattfindet im Wechselrichter, habe ich eben einen hochfrequenten oder eben einen Anteil an Frequenzen, die eben auch mit einstreuen. Und die muss ich dann entsprechend rausfiltern, wenn die dann zu hoch sind, sodass eben der Transformator nicht für eine Sinuswelle verantwortlich ist, sondern der transformiert das Ganze einfach auf eine andere Spannungsebene, sodass dann der Strom, der erzeugt wird, weiter verteilt werden kann. Was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass der Wechselrichter ist keine Spannungsquelle in aller Regel, außer ich habe einen, der inselnetzfähig ist. Dann ist er in der Lage, Frequenz und Spannung als Größe zu modulieren. In aller Regel wartet
der Wechselrichter, also wenn die Sonne eingestrahlt, dann habe ich hier eben meine DC-Spannung anliegen. Wenn dann entsprechend Leistung vorhanden ist, wartet der Wechselrichter auf das Netz. Also der Wechselrichter schaut dann, sind hier 400 Volt anliegend und habe ich eine Frequenz von 50 Hertz um und bei. Dann fängt er an, Strom einzuspeisen. Das bedeutet, er ist eine reine Stromquelle und macht dann entsprechend durch das Ohmsche Gesetz, speist er entsprechende Wirkleistung eben ins Netz ein. Genau, dazu zur Frage mit der Sinuswelle. Macht der Trafo eine Sinuswelle? Nein, macht er nicht. Ein Trafo speist per se keine saubere Sinuswelle ein, sondern ist nur dafür verantwortlich, dass er eben die Spannung von einer Spannungsebene in die nächste transformiert. Das heißt, es ist ein reiner Trafo. Er wirkt etwas dämpfend, das heißt, es werden noch gewisse Oberwellenanteile werden rausgefiltert, kann man sagen. Und derjenige, der die Sinuswelle erzeugt, ist eben der Wechselrichter. Also der Wechselrichter ist nachher verantwortlich dafür, wie sauber die Sinuswelle wirklich erzeugt wird. So viel zur ersten Frage. Die zweite Frage ist dann, auf welcher Spannungsebene wird eingespeist? Die Frage ist, so habe ich es verstanden, welche Spannungsebene? Und die Frage kann ich leider nicht pauschal beantworten, weil da guckt bitte oder guckt bitte, wenn ihr das herausfinden wollt, in die Netzanschlusszusage vom Netzbetreiber. Netzanschlusszusage, Netzbetreiber. Wenn es eine größere Leistung hat, die Anlage, dann gehe ich schwer davon aus, ab 135 kW sind ganz viele Netzbetreiber, ganz viele Stadtwerke gehen dazu über und sagen, ab 135 kW müsst ihr in die Mittelspannung. Dann ist man in der Spannungsebene 10, 20 oder 30 kV, wobei 10 und 20 kV wahrscheinlicher ist als 30 kV. Eine ganz lange Zeit war bei den Stadtwerken und bei den Netzbetreibern die 10 kV Standard. Mittlerweile sind sie da übergegangen, dass 20 kV eher der Standard ist. Da werden auch ganz viele Ortsnetztrafos umgerüstet, dass einfach mehr Strom übertragen werden kann. Man hat dann weniger oder geringere Querschnitte bei den Kabeln und gewisse Vorteile einfach bei der Übertragung, wenn die Spannung höher ist. Aber eben in welcher Spannungsebene dein Projekt einspeist, will ich damit sagen, das findest du heraus, indem du einfach in die Netzanschlusszusage vom Netzbetreiber reinschaust. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man einen sehr, sehr, sehr großen Niederspannungsanschluss hat. Und da kann es natürlich sein, dass man dann auf den gleichen Netzanschluss einspeisen darf, wie eben wie der Niederspannungsanschluss. Dass man auch eine Anlage hat mit 180 kW Peak, die dann in die Niederspannung noch mit einspeisen darf oder 250, ne, habe ich auch schon gesehen, ist allerdings eher die Ausnahme als die Regel. Deswegen kleinere Anlagen, so 30 kW oder Aufdachanlagen, weiß ich nicht, bis 5 Kilowatt Peak oder auch bis 30 Kilowatt Peak, da bin ich mir relativ sicher, die landen meistens in der Niederspannung. Da hast du dann den Niederspannungsanschluss von deinem Haus, Gebäude, Halle, was auch immer, und da bist du dann in der Niederspannung. Außer der Netzbetreiber hat an der Stelle irgendwie einen Netzengpass, dann kann es eben sein, dass du dann doch auch in die Mittelspannung musst. Aber je höher die Leistung, je wahrscheinlicher, dass du eben in die Mittelspannung, in die höhere Netzebene rein musst. Aber wie gesagt, schaut in die Netzanschlusszusage vom Netzbetreiber mit rein oder eben im Netzbetreiber-Fragebogen, da ist die Spannungsebene und der Netzanschluss auch nochmal etwas beschrieben. Ja, das war's mit den Fragen. Solltet ihr weitere Fragen haben, die so in die Richtung gehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn du was mitnehmen konntest, dir das Video gefallen hast, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du noch nicht abonniert hast, dass du in Zukunft keine Videos mehr verpasst von mir. Ich hoffe, dass das Video dir geholfen hat, ein bisschen mehr über die Thematik zu verstehen, dann ein bisschen tiefer einzutauchen. Und wenn du selber aktuell spannende Projekte am Umsetzen bist und da Schwierigkeiten hast bzw. Hilfe benötigst, dann schreib mir oder schreib uns gerne an. Dann schauen wir, wie wir euch in den Projekten unterstützen können. Wenn es Fragen gibt, die so für die Allgemeinheit ist, dann auch gerne in die Kommentare packen. Dann kann ich das wieder als Input für das nächste Video verwenden und dann die Frage eben für die Allgemeinheit beantworten. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem, wann du das Video siehst. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, dein Daniel.